Der Radlweg aber auf der Seite vor die Häuser. Da liegt direkt unter Lampen Und die hängt tote vorne Katze weiße liegt Katz. genau von Bogen kommend, Straubing, die erste Ausfahrt Monika, die Katze liegt ungefähr Richtung, 500 Meter also vor Straubing der runter. Einfahrt. Also 500 Meter ist relativ Und weit weg. zwar, wenn man jetzt vor Bogen vorbei, und weißt du, wo das Freibad ist? Mann, Mann, schon wieder eine. So, mein Testkater. Geht nicht mehr. Du bist wenigstens geschippt, gell? Hoffen wir mal, dass die andere jetzt auch geschippt ist, gell? Ciao. Ich habe sie gefunden, man hat sie auf die Seite gelegt. Leider nicht geschippt, nicht tätowiert. Und ja, die arme Maus. Schauen wir mal, ich stelle sie jetzt in Facebook rein, vielleicht findet sich der Besitzer. Danke dir auf jeden Fall für die Meldung, gell? Ich bin Ciao, jetzt hier wieder bei Servus. einem Todfund in Straubing. Das ist eine schwarze Katze. Und jetzt schaue ich mal, ob sie geschippt ist. In den Jahren 2021-22 habe ich rund 107 Katzen oder Hunde, die tot oder lebendig gefunden wurden, im Landkreis Straubing-Bogen bzw. der Stadt Straubing auf eine Kennzeichnung hin überprüft. Lediglich vier waren tätowiert und neun Miezen oder Wauwis waren geschippt. Ein sehr trauriges Ergebnis. Wie viel positiver sähe die Bilanz aus, wenn es endlich eine Chip- und Registrierungspflicht in Deutschland geben würde? Dabei ist es so einfach. Der Mikrochip ist ein passives Objekt, das nur durch Radiofrequenzwellen eines Lesegeräts aktiviert werden kann, um die 15-stellige Chipnummer auszulesen. Das ist ein System, das aus zwei Komponenten besteht. Das Ganze geht einfach ein bisschen ablenken. Da kann man reinpieksen. Ich drehe es immer einmal, das ist aber Geschmackssache. Ja. Dann schaut man, ob man das Ding auch lesen kann. In Europa ist vorgeschrieben linke Halsseite. Wir kontrollieren meistens noch, damit er auch in der Haut ist. Wenn er eine dünne Haut hat, kann man das einfach durchspritzen und dann hängt es im Fell drinnen. Das hilft so auf die Dauer nicht. Die Chipnummer setzt sich zusammen aus dem Ländercode, dem Herstellercode und einer Individualnummer. Doch die Chipnummer allein hilft nichts bei Fundtieren, wenn diese nicht bei einer Tierdatenbank wie zum Beispiel Tasso oder Findelfix zusammen mit den Besitzerdaten registriert ist. Leider wissen das viele Tierbesitzer nicht oder vergessen nach dem Tierarztbesuch ihre Fellnase zu registrieren. Mit viel Glück gelingt es über eine Anfrage beim Chiphersteller, den Besitzer zu ermitteln bei nicht registrierten Chipnummern. Allerdings müssen hierzu sämtliche Verkaufswege dokumentiert und die Daten des Besitzers beim Tierarzt hinterlegt sein. Ein weiterer Grund, sein Tier zu chippen, liegt darin, dass es bei gleichfarbigen Felltypen selbst für den Besitzer sehr schwer ist, diese zu unterscheiden. So verbleiben viele in der Ungewissheit über das Schicksal ihres Lieblings. Nicht so die Besitzer von dem überaus scheuen Kater Tiger, der über 3 Monate verschollen war. Allerdings waren sich Siska und Gerd auch nicht sicher, ob es ihr Tiger ist. Der schmeckt aber. Ja, Der schmeckt fein. aber. Ja, ist es jetzt? Komm mal. Ist es jetzt drin? Langsam, Nicht. langsam. Ganz leise. Schau mal hier. Also, diese Lecker ist Kerbungen es. hat unser Tiger Das auch. gibt's doch gar nicht. Ja? Was meinst du? Das könnte schon sein. Das könnte es sein. Ich mein's auch. Also, das. Erst die Chipnummer brachte die Erlösung und machte den Weg frei für ein Happy End.